Hier ist Fred von Fettspielen und Miri und wir begrüßen euch zum ersten Live Let's Play Together Movie Star Planet im Jahr 2015. Ja. Wunderbar und wir sind nicht alleine. Der Raum ist voll. Ja. Miri lädt ein zu einer Hausparty und hat zahlreiche Gäste am Start. Nicht schlecht. So, wollen wir mal anfangen? Wir fangen mal an. Und zwar unsere erste Auserwählte ist heute... Die Lila Queen, oder? Ja. Lila Queen? Also ich bin die Tastatur ja, wieder. Wie immer. Ja, alles klar. Lila Queen 1, 2. Lila Queen 1, 2, 1, 2. Genau. So, was möchte denn die Lila Queen haben? Die wollte einen Look von uns. So, das ist natürlich einer der größten Wünsche, die wir hier immer bekommen. Ganz ausgefallener Wunsch. Auf jeden Fall. Und dann, genau, schauen wir doch mal, was wir für einen tollen Look für die Lila Queen erschaffen können. Wenn es denn lädt. Ja. Wahrscheinlich ist der Kleiderschrank so groß von der Lila Queen, ja, bis wir den geöffnet haben. Du, das kann noch jetzt dauern. Ja, da das lädt irgendwie voll langsam. Ja, weiß ich auch nicht. Aber jetzt haben wir es, zum Glück. Siehst du mal. Oh. Okay, ja, ist ja auch mal ein gewagter Stil. Ja. Mit diesem Fellfetzen da oder was auch immer das war. Das ist ganz, ganz selten, genauso wie diesen. Das war eben der Federrock, den du gesehen hast. Ah. Und das ist dieses Kükenkleid, was sie anhatte. Boah. Auch also, heiß begehrt. Seltene heiß begehrte Sachen. Okay, dann schauen wir doch mal. Oh geil, ich finde dieses Kleid, was da gerade gab, fand ich schon gut. Habe ich nicht gesehen. Ja, okay, alles klar. Gut, gucken wir erstmal auf die Haare. Ich mag ja geflochtene Sachen aber ganz gerne. Das finde ich ja zum Beispiel sehr schön. Ja? Ja. Ja, komm, dann nehmen wir das. Ja, wenn ich schon mal gleich sage, ne, dass es ja schön ist. Ne? Dann nee, was, ich fand dieses Kleid, wie findest du das? Magst du das auch? Boah. Das passt jetzt auch gut zu den blonden Haaren. Das irgendwie, ist, glaube ich, oder? Sogar von dem darin aktuellen Thema. Echt? Oh, ja, nur in anderen Farben. Also einen ganz aktuellen, angesagten Look können wir ihr geben. Das wäre doch auch mal was. Ja, komm, dann nehmen wir das. Also nehmen wir das, oder? Hose brauchen wir ja nicht, sagen? Ne? Nee, nee, das ist, glaube ich, schon nee, so. Nee, Hose brauchen wir nicht. Genau, aber jetzt Schuhe. Jetzt darfst du mal... Jetzt habe ich ja schon so ein... nee, jetzt darfst du auch weitermachen, komm. Ja, wenn ich soll das jetzt mal weiterentscheiden. Nee, wir müssen mal schauen, zusammen, was für Schuhe hier passen würden. Schwarz wäre natürlich schön, das ist nämlich Schwarz auch in dem Kleid ideal, drin. Ja. Ne? Schwarz wäre sogar ideal. Also, guck mal, was sie da hat an Schwarz. Ich sehe hier nur komische Fellstiefelchen. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar geskippt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen schwarzen. Ja, noch keinen richtig schönen. Ne? So Boots passt auch nicht, das ist zu wuchtig. Nee, nee, das ist jetzt auch nicht das Richtige. Oder Springerstiefel zum ja, Kleid. Ja, was unten links, was ist das da? Das nee, sind, das geht nee, auch nicht. Das nee, das sind so Cowboy-Boots. Ja, also eigentlich gar keine Stiefel. Wir müssen doch was anderes ansehen. Nicht. Nee, 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 das muss gehen. Was ist da oben? Das ist aber grün und schwarz. Ja, was ist das? Nee, das ist auch nichts. Okay. Lassen wir das erstmal so als Arbeitsschuh um links? Nee. Ja, das sind Chucks. Ja, das ist auch nicht so richtig. Ach, du musst ja die passenden immer das, Schuhe haben. Immer das Problem mit den richtigen Schuhen. Ja. Ne? Also, man hat, typisches man, Frauenproblem. Ja, genau. Das ist dann auch klar, dass wir da jetzt ein bisschen länger brauchen, um was zu finden. Aber es sollte natürlich schon passen. Ne? Also, ja. Ich hätte natürlich so eine Ballerinas wären jetzt nicht schlecht. Nur halt in schwarz. Gibt's auch nicht, aber wir könnten war schon zumindest letzten? Schwarz-weiß. Ja, okay, den können wir noch nehmen. War schon auf der letzten Seite? Nee, ne? Nee, waren wir noch nicht. Ja. Waren wir noch nicht. Also du hast wirklich viele Schuhe, von daher, das ist so lange braucht zum Laden, das ist schon gerechtfertigt. Ja. Nehmen wir das einfach mal so hin. Ja, hier ist auch nichts. Schnell weitermachen. Schuhe könnten wir ja ansehen. Ich sehe... Können wir Starlight Express machen. Ja, ich sehe schwarze kleine Ballerinas. Was siehst du? Wo? Nein, ich sehe es in diesem Look. Hier, ach so, ich ja. Geiles Missverständnis. Nee, hier die. Ja. Ja, auf jeden Fall schwarz. Ja. Ballerinas wären schon mal gut. Oder wir lassen da, die. Da, die sehe ich. Oder die hier mit dem Mund. Nee. Da. Die. Die können wir nehmen. Oder die. Ja. Warte, oder warte, die. Ja, stimmt, die sind nämlich, obwohl das glänzt auch, das Kleid. Ohne Riemchen. Das Kleid glänzt auch. Oh, mit den Schleifen finde ich auch süß. Wollen wir die mit den Schleifen nehmen? Ja. Komm. Toll. Oh, perfekt. Ja, Accessoires? Was? Ja. Genau, die gibt es ja auch noch. Nicht vergessen, ne? Niemals. Vergesse ich ja mal gerne. Ich weiß. Deswegen sage ich es ja auch. Ja, sehr gut. Aber hier ist, glaube ich, bis jetzt noch nichts dabei gewesen. Nee. So ein Bart. Happy 2015. Nee, nee, jetzt sind wir, die Feierlichkeiten sind durch, ja. Wir haben jetzt viele... Ja, ich feiere immer noch. Ja, du feierst immer noch, aber normalerweise haben wir jetzt alle Let's Plays durch zum Thema Weihnachten, Neujahr, Silvester. Jetzt beginnt das neue Jahr. Also eine Kette würde ich nicht gut finden. Nee, Ohrringe könnte man vielleicht machen. Ja, oder ein bisschen Schminke oder sowas. Mhm. Oder wir lassen sie einfach so. Oder hier, guck mal, diese Macarons. Ist auch mal ein ausgefallener Haarreif. Ja, aber sie hat ja schon quasi ihren eigenen Haarreif mit den geflochten, mit ihren Zöpfchen da.
Ja. Schwierige Angelegenheit, würde ich sagen. Also von mir aus können wir es auch für diesen Look lassen. Wir haben ja immerhin reingeschaut. So ist es nicht. Ja, wir nehmen mal hier noch diese Armbänder, guck mal. Ja, okay. So. Gut, das ist eine gute Idee. So nehmen wir das. Gut. Und wie wollen wir ihn nennen? Fred's das Look? Ist unser erster Look 2015. Achso, stimmt. Unser erster gemeinsamer Look. Ja, ja, du hast ja schon vorgearbeitet. Ne? Unser erster gemeinsamer Look 2015. So sieht es aus. Ich viel hoffe, Spaß damit. Genau, Lina. Ich hoffe, er gefällt dir auch, Lina Queen. Hoffen wir das doch mal. Vielleicht und hätten wir ein lilanes Outfit machen sollen. Stimmt, Aline, ne? Ja, okay, wen haben wir denn als nächstes auf unserer Liste stehen? Das war eine von der Fanpost. Ah, Fanpost, das und ist zwar sehr, sehr ist gut. Das die Jennifer, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 2, 3, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Alter Schwede. Nee, da ist irgendwas vielleicht anders. Vielleicht ohne Leertaste? Oder mit? Nein, ohne. Da, oh, da ist sie. Level 13 ist sie und sie wollte, dass wir ihre Wunschliste ihr da ein Geschenk machen. Okay. Und dann machen wir das doch. Suchen wir uns mal das Schönste aus, alles was unsere pink, Wunschliste ne? hat. Ja, das scheint wohl ihre Lieblingsfarbe zu sein. Oder wollen vielleicht die Jeans, pastellig? Weil sie nicht pink ist? Ja, genau. Fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, was Besonderes. Aiming aber high. Aber die ist cool, die habe ich auch schon oft Leuten angezogen. Ja. Die mag ich auch. Sehr schön. Achso, hier gibt es noch ja, aber die andere war schon schön. Wollen wir noch das hier nehmen? Ja, so ein Bolero, genau. Ja, nehmen wir den auch noch mit. Crop Top. Schön. Das ist, glaube ich, kein Bolero. Ist Bolero eigentlich ist eine Jacke, oder? Stimmt. Ist eigentlich ein bauchfreier Pulli. Ja, stimmt. Ah, ja, genau, ein Crop Top Pulli. Genau, bauchfrei. Ja, gut, das reicht. Ja. Zwei Sachen, oder? Ja, machen gut, wir das. Dann geht's weiter mit. Mit wem? Mit Love. Love the Heart quasi. Achso, ja, okay. Und die wollte auch einen Look haben. Ja. Ja, und Jennifer eben, die hat das uns hat nicht ja... geklappt. Also, Jennifer eben hat uns doch die Fanpost geschrieben. Ja, genau. Hast du erzählt, ja, genau. Ich hoffe, ihr habt ja auch das Let's Show angesehen. Ja? Wir haben jetzt hier ein neues Format eingeführt, was sozusagen... Richtig cool und richtig, ja, richtig witzig. Aber Hammer, ne? Was sozusagen aber auch dieses Fanpost-Unboxing aufsaugt. Also es gibt jetzt nicht mehr Fanpost als eigene Reihe, sondern wenn ihr sehen wollt, was eure Fanpost so treibt, dann schaut in diesem Let's Show vorbei. Ganz wichtig. Und jetzt kümmern wir uns aber um Love the Heart. Genau, man kann da aber auch ja, keine Looks oder so machen, sondern nur Raum anschauen oder Biografie. Ja. Also wir erstellen da in dem Let's Show keine Looks. Genau. Sondern, das möchte mal wichtig, das ist wichtig zu betonen, dass wir keine Looks erstellen. Ja, ja, genau. Sondern Räume und sowas schauen wir uns an, Biografien, Artbooks, Filme. Genau. Alles, was man sich halt anschauen kann. Genau. Sehr so. Gut erklärt. Das ist kein Let's Play. Wir spielen nicht, wir zeigen nur. Übrigens auch nicht nur Movies the Planet. Wenn ihr noch irgendwas anderes zu zeigen habt, dann immer her damit. Genau, Good Game Empire. Genau, was andere noch? Spiele. Minecraft vielleicht. Wir haben zum Beispiel in einer aktuellen Ausgabe werden wir den YouTube-Kanal eines anderen zeigen. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall eine Menge, was man echt? Zeigen machen kann. Echt, machen wir? Das machen wir noch. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Da weißt du schon mehr als ich. Genau. So, jetzt schau mal. Die Haare finde ich cool. Die sind schön. Die haben noch nie gehabt auch. Nee. Also das ist schon mal passt auch gut hier mit dieser schwarzen Schminke. Ja, oh, guck mal, das könnte sogar auch hier ein Judo-Anzug sein. Ja. Oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, finde ja, ich. Ja, passt auch toll dazu, zu den Haaren auch. Das ist so eine Bluse, oder? Ja, ziemlich lang vorne, ne? Dann gucken wir mal, komm. Passt auch mit dem Schwarz hier zu den Haaren. Ja, und die ja. ist auch nochmal so ein bisschen heller. Ja, echt ganz cool. Rock? Nee. Mm-mm. Passt nicht. Was gibt's noch? Ach, gut, hat nicht viel, ne? Na, oder wir müssen doch einen Rock nehmen. Nein, nee, das sieht das, man das, nicht. Ja, das ist nichts. Oder die hier? Sieht man die? Nee, sieht man auch nicht. Bräuchte man eigentlich eine lange oder das hier? Das passt aber überhaupt nicht, ne? Ja. Wir müssen doch ein anderes Oberteil nehmen, ja, glaube ich. Ja. Weil so können wir sie natürlich nicht auf die Straße lassen. Definitiv. Oder vielleicht ein Kleid? Oder das hier? Was ist das denn? Oh, das ist ein bisschen casual, ne? Ein bisschen lockerer. Schwarz-Weiß? Ja, Schwarz-Weiß. Wir haben wieder unsere Nicht-Farbkombination gefunden. Oder das Blaue hier mit Blitzer. Hatte sie denn eine Jeans? Nee, ne? Nee, vielleicht sollten wir doch mal das hier nehmen. Ja. Das finde ich ja auch schön. Guck mal, das passt sogar zu ihren Augen. Ja, stimmt. Ja. Findet sich das immerhin auch wieder. Dann können wir hier so eine Hotpants nehmen. Ja. So eine aufgerissene. Nee. Hier, die. Oh, wir haben spezielle Grüße bekommen von Poker Girly Pink. Sehr cool. Also ich habe spezielle Grüße bekommen. Ja, ja. Nicht wir. Ja, Miri möchte mich ausschließen, das ist sehr nett. Ja, ist ja meine Karte. Ja, ja, ist ja meine Karte. Guck mal, hier gibt es noch eine weiße Hose. Wollen wir die vielleicht nehmen? Die könnte man auch machen. Ja? Ja. Jetzt bräuchten wir noch blaue oder schwarze Schuhe. Ne? Hier hätten schon mal schwarze Chucks. Ja, ist auch möglich.
Oh, oder die Auswahl die? Ist nicht krass. Aber ja, das ja, würde passen. Die sind cool. Ja, und jetzt noch, was ein Accessoires-mäßig, was meinst du? Ja, da brauchen wir irgendwie auf jeden Fall was. Brille? Da könnte man... Nee. Passt nicht zur Frisur. Vielleicht wieder sogar ein Armreif oder irgendetwas. Da würde sogar jetzt eine Kette passen, ne? Eine Kette würde auch passen, auf jeden Fall. Ja. Sowas. Ist das ein Haarreif? Ich glaube, das ist so ein Haarband. Ja, ja. Ich finde, die Frisur ist eigentlich eher sowieso für so eine Hochstelle, also so zum Kleid oder irgendwie sowas passt das eher, finde ich. Ja. Da haben wir links haben wir Armbänder, oh, die man nehmen könnte. Oder das Armreifen, hier? Ja. Nein, das ist ein Piercing-Armband. Das sind Piercings? Mhm. Oh, shit. Okay. Oder wir nehmen das weiße Haarband vom Anfang. Ja. Was meinst du? Mach nochmal. Wenn ich es finde. Seite 2, ne? Ja, glaube ich schon. Wenn es denn lädt... Dann wäre es auf der Seite. Tja, leerer Kleiderschrank, gibt nichts zum Anziehen. Echt, diesmal wirklich ernsthafte Probleme hier. Warum lädt das denn so langsam? Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht normal. Oh nee, doch nicht Seite 2 gewesen. Gucken wir mal weiter. Dann Seite 3? Ja, da ist er. Hier, so. Ja. Okay, gut. Nehmen wir den. So, und wie nennen wir den Look? Maritimer Look. Maritimer? Ja. Oder, ja, maritimer Look. Okay, alles klar. Unter dem Meer. Alles in blau-weiß. Ja, dann wechseln wir mal zu deinem Account, oder? Ja, warum nicht? Gut. Gucken wir doch mal rein und sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir bei dir, ne? Jetzt sind wir bei mir. Fred. Genau, und ich habe gerade schon meinen Status mal geändert von Weihnachtszeit in Winterzeit. Ja, Weihnachten ist wirklich vorbei. Nicht mehr. So, um wen kümmern wir uns denn jetzt? Soll ich schreiben? Ja. Ahmed. Ich glaube, das ist sogar ihr richtiger Name, oder? Kann sein, aber da haben wir irgendwie zusammengeschrieben. Nee. Nein! Mit Doppel-L? Mit Doppel-L? Oh. Tatsächlich. Wahrscheinlich nur verlesen oder sie hat sich vielleicht verschrieben. Das kann beides sein. Und was machen wir für sie? Ein Gästebucheintrag. Ja, gerne. Was schreiben wir denn? Haben wir ihr schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Nein. Haben wir noch nicht? Ne? Nein. Dann wollen wir das doch vielleicht mal machen. So, wir hoffen, dass du gut in das Jahr 2015 gerutscht. Oh, guck mal. Ah! Das ist auch speziell. Wir bekommen heute nur spezielle Grüße. Sehr, sehr schön. Mit ganz, ganz vielen Herzen und einem Breakdance-Banner. Sehr schön, vielen Dank. Über so viel Fame und Starcoins. Ja, das ist echt cool eigentlich, ne? So. So, gerutscht bist, da waren wir stehen geblieben, ne? Ja. Und nicht ausgerutscht bist? Genau. liebe Grüße von Miri und Fred. Sehr schön. So, und jetzt entern. Bist du noch drin im Textfeld? Ich glaube schon, ja. Ja, gut. So. Gut, sehr schön. Haben wir das gemacht? Ich möchte jetzt hier nochmal kurz dein Sparschwein auslernen. Oh. Ich möchte das jetzt plündern. Ja, plünder mein Sparschwein. Du warst hier schon so Ewigkeit. Guck mal, wir schaffen ein neues Level. Achtung. 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 Nein. Ganz, ganz knapp hier. Oh, doch. 23. Oh, was möchtest du? Monopoly? Ja, warum nicht? Ne? Sehr schön. Ich bin also ein gern gesehener Movie-Star. Das freut mich doch. Oh, was ist denn hiervon? Und nochmal. Mach mal dieses Schild da rechts. Ja, ist ja witzig. Das hätte ich auch genommen. Sehr gut. Wollen wir mal eine Runde spielen, ne? Was für ein Spiel? Und zwar, oh, warte mal, das ist noch ein Geschenk. Ja, wir müssen erstmal meine, ich bin liebenswert, habe ich die Herzchen? Das hier? Also nee. Wenn ich schon liebenswert, dann auch auf jeden Fall die Herzchen. Ein liebenswerter Movie-Star. Ja, das ist ja schön, ja, freut mich auch. Sehr nett. So, was ist los? Ein Spiel. Quiz. Ein Spiel. Okay, ein Quiz. Ja, okay, das habe ich schon öfter mal gespielt. Schon zweimal, glaube ich, oder so in meinem Netzwerk. Dann rocken wir jetzt das Quiz. Das sind nämlich so Sachen, die man gar nicht so wissen kann von irgendwelchen Schauspielern und so. Okay, also, dann gib mich mal ins Textfeld ein, damit kann ich immer schreiben. Nein, du brauchst nicht schreiben. Wir müssen nicht schreiben. Wie heißt Madonna mit Nachnamen? Ich glaube Malone, aber ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Dann gib Malone ein, weil ich keine Ahnung habe. Madonna Malone, die ist dann Mama. 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 Klingt gut. Miriam Mint. Oh, nee. Ja, das ist nix. Ja. War zu schön. Wie wird eine Maschine genannt, ja, mit der man durch die Zeitmaschine. Ja. Nicht Sternentor. Schnell! Es geht um Zeit. Sternentor. Nein, es geht nicht um Zeit. Doch, so um links. Haben. Nein, in der Zeit müssen wir sie beantwortet haben. Ach so. Ja. Ah, na dann. Aber wir sehen schon hier, die haben schon gut vorgelegt, ne? Die anderen. Welche Schauspielerin hat ihre Stimme nicht einer Comicfigur geliehen? Boah. Ich glaube, die da, ich kenne die nicht. Gwyneth Paltrow kennst du nicht? Kenn ich nicht. Dann mach die mal. Oh Gott, das war gerade noch so in der Zeit. Ja. Oh, war auch richtig. Ja, ja, sehr, sehr gut. Ich, ja. Ganz klar, ja. Wer schrieb Herr der Ringe? Oh, das müsstest du wissen. Ja, ist Tolkien. Ja, gut. Genau. Der hier, ne? Krimin, genau, der Erste. Ja.
Sehr, sehr gut. Das müssten aber die anderen wahrscheinlich auch wissen. Mal sehen. Alles Buchexperten, sehe ich doch schon. Nee, tatsächlich. Tschaikowski, ich bitte euch. Ein berühmter Komponist. Welcher Kontinent ist der kleinste auf der Welt? Oh. Was ist denn Ozeanien? Das ist Australien und so. Dann wird's vielleicht... Europa? Mach Europa. Schnell! Was noch? Nein! Fuck! Oh, siehst du? Ich dachte... Das ist, wenn man auf Männer hört. Ja, ja, ja. Wer hatte seinen ersten... Wer hatte seinen ersten Kuss mit Brad Pitt? Seinen ersten, ja. Natalie Portman? Keine Ahnung. Johnny Depp war es auf jeden Fall. Kirsten Dunst, okay. Oh, Mist. Oh Mann. Kirsten Dunst. Hier, Sassy von DJ, macht uns... Wer schuf Facebook? Oh, das weiß ich, Mark Zuckerberg. Ja, sehr, sehr gut. Dank meiner Präsentation in der Schule über Facebook. Ja, von der, genau, redest du jede Woche rüber, diese ultimativ gute Präsentation. Ja, ja, das wussten wir doch. Sehr, sehr gut. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren. Welchen TV-Sender sieht Kanye West um ein... Guck, sowas weiß man noch nicht. HDTV? Nee. The Food Network? Hey, mal, vielleicht HBO, guckt er Serien vielleicht oder HBO, so. Genau. Ah. Nee, The Food Network. Was ist denn das? Gibt es da so Kochshows oder so? Ich weiß nicht, ich auch nicht. Im heißt es... In 80 Tagen um die Welt heißt es doch, oder? Komm, mach mal 80. Wer ist ein Phileas? Fuck. Alter, dass du das nicht mal... Ich habe mich eigentlich immer weiter... Ich habe mich mal so durchgeraten, indem ich nichts wusste und einfach geraten habe. Mist, die macht uns voll fertig hier. Ja, Pokémon. Pocket Monster, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, glaube ich auch. Bin ich jetzt auch nicht so der große Kenner. Oh nein, ich glaube, die Sasi von DJ gewinnt. Ja, die und wir werden wahrscheinlich Zweiter. Immerhin, ne? Ja. Ja. Oh, Dritter. Nee, was? Die alle. Ah, nee, die Geilo Girl. Oh, Schiebung. Was ist das denn? Ah, was für ein Spiel. Komm, geh raus da. Oh. Da stellen wir lieber noch einen Look. Für. Schaffen wir das noch? Ja, einen Look noch für ein Renate. Look. Renate. Ja, die machen wir doch auch noch ganz schnell. Renate. Was hieß das? Renate? Renate. Ja, ja, ich erinnere. Leertaste 201, Ersatz. Ja, die, kennst du das auch? War das eine Serie? Ja, das war so eine Kinder-Comic-Serie. Mach mal, genau, wir brauchen hier noch ein Leerzeichen vor Ersatz, glaube ich. Naja, super. Ja, da ist sie ja. So, ein Look das für Renate. Immer die mit dem, die aus Hamburg kam, die doch, glaube ich, oder? Mit dem Renate, Opa, der doch irgendwie so einen Fischmarkt hat oder so, auch irgend sowas. Oh, ich kann mich jetzt nur daran erinnern. Renate. Daran kann ich mich erinnern, ansonsten nichts mehr. Das und die hatte rote Haare, das weiß ich auch noch. Ja, und der Opa habe ich auch, den habe ich auch im Kopf, der war so wie so ein Matrose gekleidet. Das war aber jetzt nicht Captain Blaubeer, oder? Nein. Okay, gucken wir mal, was für einen Look wir für die Renate machen können. Große Auswahl haben wir nicht. Ich finde die rechten Haare ja schön. Die? Mit diesem Blumenband. Ah, ein bisschen hippie-mäßig, bisschen, ne? Ja. Okay, aber dafür hat sie keine Klamotten. Dann macht doch andere Haare, oder? Sie hat keine Hippie-Klamotten. Ja, dann nimm doch die anderen. Ja. Die. Genau, weil die blonden. Ja. Nix. Also keine große Auswahl, das müsste dann ja relativ schnell gehen. Hier gibt es auch nur eine Seite. Das hier? Ja, nimm mir da oder mal so eine Gardine. Der Gardinen-Look? Ja, also das hat auch so ein bisschen was von der Gardine. Ich finde immer, das sieht aus wie Gardinen, diese Sorte. Das. Nee, aber schwarz, ganz in schwarz. Dann müssen wir doch eine andere Farbe vielleicht nehmen, oder? Das hier dann vielleicht? Ja. Das ist doch gut. Das ist doch nicht schlecht. Ein blondes Oberteil sozusagen. Ja, aber ihre Schuhe sind ja ganz furchtbar. Okay, komm. Oh dann, Mann. Schwarz. Ja. Weiß. Ja, ja, das ist ganz gut, aber die Schuhe, das ist das Problem. Guck ja, dir doch mal die Schuhe keine an. Anderen. Ja, guck dir mal die Schuhe an, das ist ja nichts. Das? Oh, das finde ich jetzt gar nicht mehr schlecht. Ja? Ja. Achso, Schuhe hatten wir schon. Ja. Hier können wir es was machen. Hm. Und was? Panda mit immer auf die zweite Seite. Ich glaube, da hat sie noch eine zweite Seite. Nein, hat sie nicht. Nee? Nein, sonst wäre das hier bunt. Oh. Hier so ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Make-up. Ja, das passt, oder? Oh ja. Also nächstes Mal schreibt uns am besten, wenn ihr mehr Sachen habt. Schreibt mal Ruckzuck-Look. Ruck? Das ist geil. Einen Rucki-Zucki. Genau. Ruckzuck-Look. Ja, das ging schnell. Kenne ich natürlich auch. Ja? Ja. Obwohl du nicht Fasching magst. Ja. Trotzdem. Ruck, zuck, look. Sehr schön. Okay. Ruck, zuck gab es auch mal dieses Spiel, ne? Ja, ja, genau. Weil, kommt man da nicht irgendwas gewinnen? Ja, ja, das war doch so eine Quizshow, Rateshow. Oh, guck mal, das Award. Und kann Awards einsammeln. Ja. Gut, dann nehmen sie für dich ein. Ja, nimm mir nicht alles für mein eigenes Let's Play vorweg, ja? Da haben sie nichts mehr zu tun. Der andere auch noch. Boah, ich schließe jetzt hier gleich. Blockbuster-Register. Ja, danke. Und dann weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Ja? Ich und spezielle Grüße. Schon wieder, die dritten speziellen Grüße. Sehr schön. Für Benny. Dich. Ja, Benny ist also auch dran. Sehr schön, danke für die Grüße. Hier geht es richtig rund. Und du bist schon Level 21. Fast so alt, wie ich bin. Ja. Sehr.
sehr schön. Okay, also, wollen wir es vielleicht mal so machen, dass wir bevorzugt die Leute jetzt rannehmen, die auch mal bei unserem Let's Show vorbeigeguckt haben? Ja, also schreibt uns mal als Comment, wie ihr unser Let's Show fandet. Deal. Und dann nehmen wir euch bevorzugt dran für die nächste Let's Play-Folge. Genau. Ist ein Deal? Machen wir. Machen wir so. Also, bis dann.